Früher war das so, da hieß ich ja noch Weigel, dann habe ich dann: Guten Tag, mein Name ist Weigel, ich hätte gerne einen Termin, und dann haben die Leute einfach aufgelegt. Nattel, Schwingbese, Beiz oder Abwart. Alles Wörter, die die Schweizer brauchen, aber im Hochdeutschen nicht vorhanden sind. Kurz gesagt, Ausdrücke, die deutsche Staatsangehörige lernen müssen, wie die Schweizer französisch Wogi. Aber Helvetismen sind nicht das Einzige, was die Deutschen trotz der sprachlichen Verwandtschaft Mühe machen. Es hat viele Gemeinsamkeiten mit dem Hochdeutsch, aber es hat eben auch einen Haufen Unterschiede. In der Schweiz wird zum Beispiel Pluralform teilweise anders gebildet. Es ist einfach ein anderes System. Es ist nicht einfach nur eine Kleinigkeit, sondern man muss es dann für jedes Wort muss man es lernen, wie das hier jetzt gerade der Plural ist. Dazu kommt, dass im Schweizerdeutschen eine Zeitform fehlt. Und zwar das Imperfekt. Das ist natürlich auch ein ganz grundlegender Unterschied. Oder dass die Schweizer manchmal einen anderen Artikel brauchen. Der wichtigste Unterschied ist aber die Aussprache. Im Schweizerdeutschen hat es nämlich spezifische Diphthonge, die es im Hochdeutschen nicht gibt. «Ur» und «ihr» und «ür» und so weiter. Und auch die Konsonanten sind in der Schweiz ein bisschen länger als in Deutschland. «Schaffen» oder «essen». Sogenannte stimmhafte Verschlusslaut scheinen die Schweizer auch nicht zu kennen. So etwas wie «b» und «d» und «g» ist eben nicht «b», «d», «g» oder so, wie im Hochdeutsch und wie in der romanischen Sprache und sonst noch in anderen Sprachen. Obwohl oder genau weil die Unterschiede zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch nicht so gross sind, ist die richtige Aussprache für viele Deutsche nicht ganz einfach. «Lesen», also «lesen», Hochdeutsch, ist ja mit dem stimmhaften «s» «lesen». Und dann sagen sie halt vielleicht Schweizerdeutsch «lesen». Und das klingt dann natürlich total falsch, obwohl es fast richtig ist. Das heisst also, wenn ein Deutscher richtig gut Schweizerdeutsch reden will, geht es um minimale Details. Beim Lernen der Mundart stehen aber zusätzlich oft die Schweizer selber den Deutschen im Weg. Bei anderen fremdsprachigen Leuten, die schweizerdeutsche Wörter einbauen, sich ein bisschen sich dem annähern, mir das an und für sich meistens noch so ein nett finden oder als Teil des Akzents, ist es da wirklich schwieriger bei den Deutschen, weil das, da tun wir eigentlich fast nur schwarz und weiß akzeptieren. 0 oder 100, alles oder nichts. Das und der fehlende Anpassungsdruck, weil in der Schweiz die meisten Hochdeutsch verstehen, zeigt sich auch in den Zahlen. Obwohl die Schweizer Hochdeutsch können, ist das Verstehen der Mundart für einen Expat ganz wichtig. Nicht zuletzt darum, weil die einheimische Bevölkerung nicht extrem anpassungsfähig ist. Man pflegt Schweizerdeutsch recht stark. Ein paar Schweizer Ausdrücke können sogar das Eis brechen. Und dann habe ich dann irgendwann geheiratet und habe den Namen meiner Frau angenommen. Und dann hieß es dann: Grüezi, mein Name ist Estermar, kann ich mit Ihnen einen Termin abmachen? Die Terminquote hat sich gleich um das Vierfache erhöht. Wer sich doch entscheidet, zum Schweizerdeutsch zu lernen, steht vor der nächsten Hürde. Welcher Dialekt soll es denn sein?